Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal unterkunden und dann Dracheninseln finden. Und zwar haben wir hier den Erfolg Quarantänerätsel und dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt den kontaminierten Titanenhüter während des Ereignisses Forscher unter Feuer, Titanenabriegelung. Und ihr seht schon, er befindet sich einmal hier schon hinter mir. Und ja, wie kriegen wir den hierher? Wir sind einmal in dem Gebiet Zaralek-Höhlen auf den Koordinaten 45, 61. Und hier ist es so, dass wir seit dieser Woche eine Wende in der Mitte haben. Und zwar schimpft sich das einmal Forscher unter Feuer. Das startet immer zur halben Stunde. Also jetzt wie bei mir um 0.30 Uhr, dann um 1.30 Uhr und so weiter. Und bei dem ist es so, dass wir hier verschiedenste Ziele haben, die wir abschließen müssen. Und bei diesen Zielen ist es so, dass ihr dementsprechend immer unterschiedliche Sachen machen müsst. Zum Beispiel müssen wir jetzt hier gerade so ein paar Proben sammeln. Ne? Die können alle Spieler anklicken. Da könnt ihr euch quasi eine Gruppe suchen. Oder ihr könnt auch einfach so hinfliegen. Ihr müsst da nicht in der Gruppe sein. Alle Spieler, die in dem Bereich sind, arbeiten da quasi zusammen. Jetzt ist es so, dass wir, wenn wir diese Titanenabriegelung haben, immer als Event 5 hier so ein paar Brocken aufhauen können und dann kommt hier einfach dieser Titanenhüter raus. Ja, den hauen wir um und dann haben wir das Achievement. Bedeutet, wir brauchen genug Leute, dass wir innerhalb von diesen 10 Minuten, die am Anfang der Timer quasi steht, dass wir zu Event 5 kommen. Wenn ihr hier nur mit ein paar Leuten seid, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp. Dementsprechend, wenn ihr euch in eine Raid-Gruppe reinqueut, dann solltet ihr da relativ schnell unterwegs sein. Was sucht ihr danach? Am besten Forscher unter Feuer oder einfach das Ganze im Englischen, ne? Dann findet ihr eigentlich da meistens Gruppen und könnt euch da reinqueuen und dann klappt das eigentlich relativ gut, dass man den umhaut. Mehr ist es tatsächlich nicht, heißt um halb zum Event gehen, am besten eine Gruppe suchen, dann auf 5 von 12 spielen, hier die Felsen aufklopfen, dann kommt der Hüter raus und dann braucht ihr den nur noch töten und habt einmal das Achievement. Gut, das war's eigentlich mit dem kleinen Erfolgsguide. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Chiller. Bis dahin. Ciao.